schade eigentlich. So ein Zauber wie Aktivierung, das wäre viel cooler. So, dann wollen wir noch mal schauen, was wir hier gestern nicht schauen konnten. Kissen. Huch, nimm damit. Okay, noch mehr Kissen. Okay. Igitt. Was auch immer da drin ist, es stinkt fürchterlich. Er scheint nicht wirklich irgendwas hier mitnehmen zu wollen. Eine Wasserpfeife ist ja auch, alles klar, ja. Wer weiß, was der Typ zu sich nimmt. Es ist nur das Bett, wie es aussieht. Ich komme mir verarscht vor. Ah, Kästchen. Er will sich verarschen. Sie riechen seltsam. Irgendwie... Oh, mein Kopf. Bei Fex. Was ist das für ein Zeug? Seltsame Gurken. Okay. Teppich haben wir auch. Warum verschiebt der hier alles? Ach so, wir mussten was suchen. Ein Schlüssel. Das reicht, Breda. Wir haben eine Aussage. Hast du den Tatort vollständig untersucht? Ja, da war nichts. Wenn es noch etwas gibt, dann im Zelt. Ich schreibe das hier nur noch eben zu Ende. Oh je. Wandteppich. Wenn hier nur eine Tür wäre. Hängematte? Bis ich da oben bin und die Matte sich beruhigt hat, bin ich längst aufgeflogen. Bitch. Wenn sie wirklich gleich das ganze Zelt durchsucht, würde sie mich auch da finden. Es hilft alles nichts. Ich muss hier raus. Kann ich einfach rausgehen? Einfach raus, schnell. Ich kann hier nicht raus. Ich würde den Magiern direkt in die Arme laufen. Kann ich den Wandteppich einschneiden? Muss ja irgendwie jetzt so gehen. Nach draußen. Schnell, verschließen. Geschafft. Und bring den Tatort nicht durcheinander. Ich höre jedes Scheppern. Das war knapp. Huch. Hier steht ja noch einer. Offenbar haben noch nicht einmal die Magier ihn hier... Praios, stehe mir bei. Das ist die Maske aus der Grabkammer. Was hat mir dieser Kerl noch alles verschwiegen? Na, huch. Er hält die Maske fest in der Hand. Ich muss zu härteren Mitteln greifen, will ich sie abbekommen. Ein weiterer Versteinerter. Und er hält die Maske aus Fahis Erzählung in der Hand. Die Maske ist hier? Hä? Jetzt raff ich aber ernsthaft nichts mehr. Wir machen das bei der Truhe auf. Wir machen die Truhe nicht mit den Gurken auf, wir machen die Truhe natürlich mit dem Schlüssel auf. Dafür bin ich zu weit weg. Hier ist ein Wagen. Er sieht nicht aus, als könnte ich ihn von Hand verschieben. Und das war's, oder wie? Nee, hier ist noch ein Weg Keil. Dann. Jetzt kann ich auch hier lang, alles klar. So, Schlüssel, Anschluss. Passt. Und da ist... Das Kind habe ich damit ganz schön beeindruckt. Die macht sich nicht mehr über mich lustig. Das Kind hab, die macht sich nicht mehr... Nee, ich will aber die aus... Ah, ein Maisamen, oder? Das Balk hat meine Schöpfung weggesperrt. Ich fühle mich geehrt. So. Und mit dem Mais sollten wir es ja theoretisch abbekommen. Mir fehlt noch ein Hammer. Der Hammer fehlt noch, alles klar. Einen Schritt weiter und sie sehen mich. Dann gehe ich mal außen rum. Mit ihm zu reden ist hoffnungslos. Nuri hinter der Säule ist immer noch da. Es scheint ihr Spaß zu machen. Ich lasse sie mal in Ruhe.
Kann ich die einfach nochmal mitnehmen? Löffel weg von meinem Hammer. Unsinn. Ach, er hört doch jedes Scheppern, gell? Vielleicht ist er dann aufgebracht, wenn es scheppert. Nein. Wehe, du bringst den Tatort durcheinander, Mädchen. Ich pass schon auf. Ach, er hört doch jedes Scheppern. Moment. Sie würde zerbrechen, der Magier sich umdrehen und mich sofort sehen. Nehmen wir hier hinterstelle. Sie würde zerbrechen. Ach, er stellt sie absichtlich alles da. Und wenn ich es von hier mache? Sie würde zerbrechen, der Magier sich umdrehen und mich so... Auch unschön. Ich halte besser Abstand. Kann ich mich... Ich kann auch da unheimlich. Verstecken kann ich mich auch nicht hinter ihr wahrscheinlich. Ich halte besser ab. Kann ich von der anderen Seite das ausmachen? Ja, ich sehe sie noch. Sehr schön. Sehr schön. Hey, ich sagte nichts kaputt machen. Kaum zu glauben, was alle an ihr finden. So. Der Herr wurde abgelenkt. Und wir holen uns jetzt wirklich gerade dieses Artefakt, was anscheinend so mächtig sein soll. Aber wie kommt das hierher? Wie hat der das in seinen Besitz bekommen, Herr Desrach? Oder will er irgendwas machen mit dem Artefakt? Ich brauche Hammer und Meißel. Dann tu ich es fast da kombinieren. Oh mein Gott, ey. Keiner hört. Ich habe sie. Jetzt bloß weg von hier. Na dann. Nehmen wir mal hierher. Nehmen Nuri mit und dann verschwinden. Wen haben wir denn da? Breda! Es gibt einen neuen Tatverdächtigen. Was hast du da, Junge? Das hier? Das kann nicht sein. Magister Budiak? Was ist das? Nichts. Nimm es ihm ab und gib es mir. Das ist ganz offensichtlich ein sehr gefährliches Artefakt. Ich muss es umgehend zur Untersuchung in die Akademie bringen. Du verhörst derweil den Schweinehirten. Verstanden. Also, wer bist du? Und warum schleichst du hier herum? Ihr könnt das Artefakt nicht einfach mitnehmen. Sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Das Kampfseminar will wissen, was hier Schreckliches geschehen ist. Ich dagegen bin überrascht, wie langweilig unsere Ermittlungen bisher verlaufen. Also mache es mir bitte nicht zu einfach. Sonst bin ich nur noch mehr enttäuscht. Erste Frage. Was war das für ein Artefakt? Das war eine uralte magische Waffe. In den falschen Händen kann sie großes Unheil anrichten. Und wie kommt jemand wie du dazu, etwas so Mächtiges zu besitzen? Ich habe sie hinter dem Zelt gefunden. Eine der Statuen hatte sie in der Hand. War das alles? Kann ich jetzt gehen? Junge, bist du langweilig. Du hast nicht einmal versucht, mich anzulügen. Selbst schwarzmagische Vorfälle bekommt dieses Königreich nicht richtig hin. So, und nun meine letzte Frage. Wer bist du überhaupt? Geron. Ich bin Geron. Gut, das war alles. Du darfst gehen. Im Ernst? Ich sehe doch aus 100 Schritt, dass du harmlos bist. Oder hast du noch eine letzte Frage, bevor du in dein ereignisloses Leben zurückkehrst? Ja, natürlich. Ehrlich währt am längsten. Du bist Novizin an der Magierakademie, richtig? Richtig. Eine werdende Kampfmagierin. Auf ewig dazu verdammt, dem Andergaster-Adel in seinem schwachsinnigen Geplänkel gegen Nostria zu dienen. Warum gehst du nicht fort, wenn du es nicht magst? Erst muss ich meine Ausbildung durchhalten.
Was ist hier geschehen? Hatte ich das nicht schon erzählt? Gestern Nacht haben sich 5 Andergaster im Gasthof zum fetten Schinken zusammengefunden, um einen tulamidischen Händler aus ihrem Wald zu vertreiben. Und so fand man sie am nächsten Morgen. Du hattest nicht erzählt, dass sie sich im Gasthof trafen und dass es 5 waren. Jetzt weißt du auch das. Aber es sind nur 4 Statuen. Was ist mit dem Tulamiden geschehen? Das wissen wir nicht. Allzu weit wird er nicht sein. All sein Hab und Gut ist noch hier. Wir vermuten, er versteckt sich im Wald. Dein Lehrmeister schien sich sehr über mein Artefakt zu freuen. So ist er nun mal. Er sammelt seltene Artefakte, reist viel dafür herum. Angeblich einst sogar bis in den Raschtulswall nach Draconia, aber genaues weiß ich nicht. Aber ich jetzt. Bist du gut mit Rätseln? Was für Rätsel? Wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Was ist der Zusammenhang? Das kann ich dir nicht sagen. Dann kann ich es auch nicht lösen. So, ich denke, das reicht. Mach dich vom Acker, damit ich in Ruhe weiterforschen kann. Ich denke, ich habe genug gesehen. Und ich will mein Artefakt zurückhaben, meine verehrteste Dame. Komm, Nuri. Ich bringe dich nach Hause. Was machen wir jetzt? Hast du gehört, was die Magierin erzählt hat? Sie sagte, dass der Mob aus 5 Leuten bestand. Auf der Lichtung waren es aber nur 4 Säulen. Was, wenn der 5. entkommen ist? Es gäbe einen Zeugen. Ach, lass mich doch ein Rabe bleiben. So schlimm ist das nicht. Nicht, solange ich noch etwas dagegen tun kann. Ich werde mich mal etwas in der Stadt umhören und versuchen herauszufinden, was mit Fahi geschehen ist. Du bleibst besser hier. Ich bin eh müde. Ich werde ein wenig schlafen. Wächst du mich, wenn es etwas Neues gibt? Mach ich. Schlaf schön. So, dann gehen wir mal nach draußen und schauen mal, was jetzt hier wirklich passiert ist. Das ist eine sehr spannende Geschichte und ich freue mich wirklich... Oh, die Schweine sind wieder hier. Lol, wer ist das denn? Jeder, der anders ist, landet früher oder später hier. Wenigstens das ist mir in meiner Jugend erspart geblieben. Ein eigenes Plätzchen nur für ihn. Die Andergaster lieben ihre Außenseiter. Na gut, dann gehe ich mal weiter zum Marktstand. Huch, wo sind unsere Freundin hier? Einen guten Morgen wünsche ich. Was macht ein Gaukler an Hildas Stand? Ich bin kein Gaukler. Ich bin Geschäftsmann. Soll ich etwa Lumpen tragen wie du? Oh, wie ich diese Hinterwäldler verabscheue. Was war das? Nichts, nichts. Kann ich euch für ein paar bunte Keramiken begeistern? Oder vielleicht ein paar feine Glaswaren? Ich bin nur auf der Durchreise. Es heißt also, jetzt oder nie. Ihr handelt mit Glaswaren? Es hieß, in Andergast gäbe es kein Glas. Nicht einmal Fenster habt ihr an diesem beschaulichen Ende der Welt. Ich kam her, um dies zu ändern. Woher sollte ich auch wissen, dass diese stinkenden Schweinezüchter kein Geld haben? Ist euch letzte Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen? Ach, war der Dieb auch bei euch? Welcher Dieb? Eine meiner Glasschatullen wurde mir gestohlen. Ich konnte den Kerl nur aus der Ferne erkennen. Er trug einen langen Stab auf seinem Rücken. Verdammtes Hirtenpack. Vielleicht war es ein Zauberstab. Bei den Göttern. Was sollte ein Magier mit meinen billigen Waren wollen? Das heißt, so viel Geschmack hätte ich diesem Gesindel gar nicht zugetraut. Was wurde gestohlen? Eine Schmuckschatulle aus falschen Edelsteinen. War ohnehin nichts wert, der Plunder. Warum wurde sie dann geklaut? Hab ich was gesagt? Sie war natürlich ein Vermögen wert. Ein Mann mit einem Stab, die Maske taucht plötzlich auf. Das ist sehr seltsam. Könnt ihr mir etwas zu einem Stein und einem Skarabäus sagen? Handelt es sich um einen normalen Stein oder um einen Edelstein? Gute Frage. Das reicht mir schon. Danke. Nochmal gestohlene Ware? Was wurde gestohlen? Eine Schmuckschatulle war ohne... Sie war natürlich... Wollt ihr denn nichts kaufen? Nein, danke. Was für eine Zeitverschwendung. Okay, wer bist du denn, Rontra-Tempel? Die Krieger im Tempel mögen mich nicht. Sie halten mich für eine feige Schmeißfliege, die ihnen nur Pech im Kampf bringt. Zumindest behaupten sie das. Wozu? Okay. Rondras Haus in Andergast. Die Göttin des Kampfes war mir noch nie wohlgesonnen.
Rondras Haus in Andergast. Na gut, okay, was haben wir denn noch hier so? Marktstand. Ich mochte Hildas alten Stand lieber,